Winterzeit ist gleich Servicezeit und Trainingszeit. Gerade beim Rennrad sind viele auf der Rolle zu Hause und quälen sich irgendwie ab. Ja, in diesem Video vergleichen wir ein paar Rollentrainer und was dabei zu beachten ist. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes. Aber wir sind gar nicht bei Fitbikes, sondern wir sind im Radlabor in München zusammen mit dem Pascal. Und wir haben für euch das Thema Rollentraining mal rausgesucht. Und da wir selber jetzt nicht so der Experte beim Bereich Rollentraining sind, wir verkaufen keine, haben wir uns irgendjemand gesucht, den wir auch schon aus anderen Videos kennen und der uns da ein bisschen helfen kann. Und jetzt sind wir im Radlabor. Radlabor gibt es in München, Freiburg, Frankfurt. Jawohl. Und natürlich sind wir in München. Und Pascal hat uns schon mal ein paar Videos zum Thema Ergonomie geholfen. Und jetzt wollte ich mich immer mal fragen, was ist überhaupt ein Rollentrainer und was muss ich dabei beachten? Ja, Rollentrainer ist an sich ein Indoor-Bike, mit dem man irgendwie drinnen fahren kann. Entweder mit dem eigenen Rad, mit dem eigenen Rennrad, mit dem eigenen Mountainbike, Trekkingrad. So als klassischer Rollentrainer, als Indoor-Bike bezeichnet man hier so eine Maschine, wo man dann das eigene Rad nicht mehr braucht, sondern was insgesamt ein eigenes Rad ist, auf dem ich sitze. Ja. Also sozusagen, wir haben so einen Rollentrainer und wir haben Indoor-Bikes, können wir schon mal genau, sagen. Also zwei unterschiedliche. So, jetzt will ich mir einen Rollentrainer zulegen. Gibt es denn irgendwas, was ich jetzt beim Kauf beachten muss oder was für verschiedene Arten von Rollentrainer gibt es denn? Ja, also an sich kann man unterscheiden, so Richtung drei unterschiedliche ganz grob. Es gibt einmal eine ganz freie Rolle, wo ich, die ganz flach auf dem Boden liegt vom Prinzip und ich einfach mit meinem kompletten Fahrrad frei da drauf fahre. Was cool ist, aber auch von Nachteil, ich muss Gleichgewicht halten. Ja. Ich fahre komplett frei drauf. Ich habe irgendwie so 40 cm Breite und darauf muss ich mich halten. Wenn ich neben raus fahre, falle ich runter. Das ist natürlich super, weil natürlich Geschicklichkeit, Koordination da geschult wird. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend, weil man immer sehr stark konzentriert sein muss. Das kennt man meistens so von den Profis, die fahren da drauf auch vorm Rennen warm. Weil man muss jetzt nichts austauschen, man muss nichts fest einspannen, man muss keine Laufräder tauschen, sondern kann einfach sein Rad direkt da drauf nehmen, da drauf fahren. Dann gibt es die zweite Stufe. Da spanne ich mein Fahrrad ein in die Rolle mitsamt Hinterrad. Im Idealfall sollte ich da dann so einen Rollenreifen drauf machen, weil ein normaler Reifen, den ratzt man relativ schnell runter, fliegt relativ schnell Gummi davon. Und da habe ich dann mein komplettes Fahrrad in so einem Trainer eingespannt. Das sind eigentlich so die günstigsten. Du hattest vorhin irgendwo einen, oder? Haben wir auch einen da. Das ist dann vom Prinzip so eine Maschine, wo dann das Rad mit Hinterrad eingespannt wird, hier hinten drauf auf der Rolle läuft und hier Widerstand bekommt, den kann ich einstellen über so ein Einstellmodul, das habe ich am Lenker. Ja. Gibt es mit, gibt es ohne, gibt es welche, die selber den Widerstand verändern. Widerstand heißt, ich kann sozusagen eine Bergfahrt simulieren, aber ich spanne mal das Rad einfach ganz normal ein. Genau. Also ich habe hier über die Magnetscheibe hinten, bekomme ich so ein bisschen Widerstand. Ich habe natürlich allein durch das, dass ich schalte, kann ich auch schon meinen Widerstand verändern. Mit einem sehr leichten Gang geht es natürlich auch ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt eine große Scheibe drauflege dann. Das Gleiche ist auch bei den freien Rollentrainern. Da gibt es auch freie, da kriege ich schon einen ganz guten Widerstand, einfach nur durch das, dass ich das Ganze antreiben muss. Es gibt aber auch magnetische, die dann nochmal zusätzlich bremsen. Ah, okay, cool. Genau. Ja. Und dann haben wir den, ja? Dann haben wir den, genau. Das wäre so eben so günstigste Einsteigevarianten. Und dann gibt es Rollentrainer, wo ich das Hinterrad nicht mehr brauche, wo ich das Hinterrad rausmache und direkt das Fahrrad auf eine Kassette fest einspannen. Der Vorteil ist, mein Hinterrad ist weg und das Ganze läuft dann so ein bisschen runder, läuft ein bisschen freier und vor allem so lästige Vibrationen zum Beispiel, so ein Geräuschpegel, den man hat, durch das, dass der Reifen ja auf dieser Rolle draufläuft, das fällt weg. Das ist vor allem interessant, wenn man jetzt irgendwie in Mietwohnungen wohnt, weil halt einfach diese Vibration, was man von Waschmaschinen so kennt, ne, das breitet sich über den Boden aus und überall hat man halt dieses Surren dann. Und das ist bei diesen festen Trainern, wo ich einfach das Hinterrad weglasse, fällt es weg, da höre ich meine Kette so ein bisschen klingeln und das war's. Das ist auch bei den freien Rollen so, ne? Weil ich habe das mal im Keller damals bei meiner Mietwohnung ausprobiert und es war schon relativ laut. Ja, genau, mit Rennrad geht es ganz gut, ja, aber so, wenn man mit dem Mountainbike da drauf fährt, dann rumpelt es doch ganz ordentlich. Also da macht's, gerade man kann mit dem Mountainbike super auf der Rolle fahren, das ist gar kein Thema, aber dann sollte man sich halt wirklich einen, so einen Rollenreifen dann draufspannen. Aber das Schöne ist eben, sobald das Hinterrad aus dem Spiel ist, da hört man wirklich dann nur noch die Kette klingeln und mehr,
mehr Vibration oder Geräusch gibt es da nicht mehr. Jetzt gibt es auch noch irgendwelche was mit Smart in irgendeiner Form, oder? Smart Trainer, alles wird smart, alles wird vernetzt. Genau. Welches von diesen drei Modellen, die wir jetzt sozusagen besprochen haben, können wir denn als Smart Trainer bezeichnen? Ja, die freie Rolle, soweit ich weiß, gibt es nicht als smarte Variante. Smart bedeutet, ich kann es natürlich irgendwie koppeln mit meinem Smartphone, mit dem Fernseher, mit dem Computer. Und das Schöne ist natürlich, wenn ich es koppeln kann, wenn die Rolle meine Leistung misst oder berechnet, ja, zumindest, was ich ungefähre Leistung habe, die meistens so eine Genauigkeit von plus minus 10%, was die da messen, dann weiß ich natürlich, wie viel Leistung fahre ich, auch wenn ich jetzt kein Powermeter am Fahrrad habe. Und dann kann ich über bestimmte Programme, die es dann eben über Smartphone oder über einen Fernseher dann gibt, kann ich Strecken zum Beispiel abfahren in Live-Geschwindigkeit mit der Power, die ich jetzt im Moment trete. Ich kann Rennen fahren gegen andere Leute. Ja, cool. Also da wird das Ganze natürlich ein bisschen spannender, ein bisschen bunter. Ich kann natürlich auch Intervalle sehr, sehr gut steuern. Auch wenn man eben am normalen Rad sagt, okay, Powermeter habe ich noch nicht. Aber wenn ich die Leistung angezeigt bekomme, kann ich damit natürlich schon mal bestimmte Intervallprogramme mal ausprobieren und mal gucken, wie sich das anfühlt. Okay. Jetzt, wenn ich jetzt ein Anfänger bin, also zumindest Anfänger mit Rollentraining, was würdest du mir denn empfehlen? Was für eine Art von Rolle würde ich denn für den Anfang denn kaufen? Ja, Anfang ist immer, man sagt ja, man muss ausprobieren, wie langweilig ist es denn eigentlich oder macht es denn wirklich Spaß? Ja, nachher kauft man sich dann so ein Gerät für 1000 Euro, hat es im Keller stehen, nutzt es nicht. Da ist es dann wirklich so, dass ich so ein ganz einfaches Modell, was wir gerade gezeigt haben, wo ich mit Hinterrad einspanne, weil die gibt es dann irgendwo vielleicht um die 200 Euro schon ganz anständige, wenn es irgendwo ein Angebot gibt, vielleicht ein bisschen günstiger. Damit kann man grundlegend schon mal fahren. Was man in dem Sinn aber auch auf jeden Fall sagen muss, es gilt abzuklären mit dem Hersteller, es kann sein, dass man die Garantie an einem Carbonrahmen verliert, weil das Problem ist, durch das, dass der Hinterbau eingespannt ist, wirken Kräfte, die beim freien Fahren nicht auf den Hinterbau wirken. Und ja, man spaßt da immer so ein bisschen drüber rum, aber ich hatte auch schon Kunden hier und im Gespräch mitbekommen, dass dem sein Rahmen wirklich gebrochen ist, weil er viel auf der Rolle gefahren ist. Das ist ein Risiko, das man definitiv bei denen hat. Das heißt, man immer wieder mal drauf fahren. Ob da was passiert, weiß ich nicht. Vielleicht beim Hersteller auch abklären von dem Rad. Aber das Risiko hat man, gerade wenn man vielleicht auch wegen was Intensiveres drauf machen muss, dass da halt blöde Belastungen auf den Hinterbau kommen. Das wäre jetzt der Vorteil von dem freien Trainer. Das wäre der Vorteil vom freien Trainer. Das ist Fahren wie draußen, da passiert überhaupt nichts. Und auch bei diesen Trainern, wo ich das Hinterrad eben weglasse, wo ich einspanne, bei den teuren Modellen sind die so ein bisschen schwimmend gelagert, was natürlich viel von den Scherkräften schon mal rausnimmt. Okay, also könnte man sagen, wenn man jetzt ein Carbonrad hat, wäre eigentlich ein Trainer, wo das Hinterrad ausgebaut wird, sinnvoller. Ja, genau. Oder eine freie, ja. Genau. Was aber wird natürlich auch teurer. Ja, das ist natürlich immer die Sache. Oder man hat vielleicht einen alten Alu-Renner oder sowas im Keller, den alten, wo man sagt, komm, den spanne ich mir als mein Home-Trainer auf die Rolle. Dem macht es nichts und das gute Carbon-Rennrad, das fahre ich draußen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch so sowas, wo das Vorderrad sich hoch und runter bewegt, als würde man einen Berg simulieren. Und ich habe gesehen, es gibt auch so Lüfter, die dann entsprechend irgendwie mitreagieren. Keine Ahnung. Brauche ich das wirklich oder was ist der Gedanke dabei? Ja, das Schöne ist natürlich, über Smart ist viel möglich. Ja? Das heißt, wenn ich Strecken abfahre, kann ich natürlich die ganze Neigung in dem Rad auch irgendwie mit einstellen, als ob ich hochfahre. Wenn ich schneller fahre, habe ich mehr Windwiderstand. Das ist natürlich alles Spaß, weil es ist natürlich langweilig. Das ist die Frage, wie gut man abschalten kann. Aber wenn ich erstmal hier drauf sitze und fahre, dann kann sein, nach 10, 15 Minuten wird doch langweilig. Dann kann ich mir irgendwelche Videos angucken. Kann sein, ist überhaupt nicht die Frage, es wird langweilig. Die Frage ist nur, wie gut kannst du dich motivieren und was gibt es noch für Dinge, die mich... Die spannender machen. Und da ist zum Beispiel Wind ist einfach eine Möglichkeit, okay. Dass es einfach, es passiert dann irgendwas. Ja. Okay. Und also ich werde noch krank dabei. Dann, ne? Ich werde noch krank dabei, weil es dann zieht. Ne? Naja gut, die Sache ist, es wird einem relativ schnell warm, ja. Weil wenn man natürlich jetzt ganz ruhig sitzt, dann ist es so, dass es schon so einen Hitzefilm über der Haut gibt und das merkt man, sobald halt der Ventilator irgendwie an ist und ich so ein bisschen im Wind habe, dann wird dieser Hitzefilm sozusagen abgetragen, dann wird mir kühler wieder, okay. Gefühlt kühler. Und auch über den Schweiß läuft dann so der Wärmeaustausch besser. Also grundlegend ein Ventilator ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil wenn man jetzt im Keller fährt an sich und im Haus hat es irgendwie 20 Grad und man hat wirklich windstill, dann überhitzt man doch sehr schnell. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich zumindest einen günstigen Ventilator hinstellt. Das hilft dem Körper zu temperieren. Das ist auf jeden Fall sinnvoll.
dieses Neigen, es ist nicht ganz verkehrt, weil wenn man es Richtung Training überlegt, dann man folgt ja vielleicht irgendein Ziel, dass man sagt, ich setze mich auf so einen Rollentrailer. Warum? Weil ich im Frühjahr einen Berg schnell hochfahren möchte, möchte meine Fitness im Winter nicht verlieren. Ja, ganz, ganz einfach gesagt. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich einen Berg hochfahre, sitze ich anders auf dem Fahrrad. Ja, durch diese Neigung, durch das Kippen vom Rad nehme ich eine andere Position ein, aktiviere meine Muskulatur anders. Das heißt, es hat auch trainingstechnisch so ein bisschen einen Effekt. Wenn ich sage, ich möchte ein Bergtraining machen, dass ich dann nicht ganz gemütlich im Oberlenker so fahre, ja, sondern dass das Vorderrad hochkommt und ich gehe dann wirklich in die Position, wie ich auch einen Berg hochfahre, dann aktiviere ich die Muskulatur anders. Also da kann man auch so einen Trainingseffekt schon damit noch ein bisschen fördern, ein bisschen unterstützen. Also nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch wirklich ein Trainingseffekt. Ein bisschen auch Trainings. Das hochgehende Vorderrad. Ja. Okay, gibt es denn irgendwas, was ich beachten muss, wenn ich jetzt halt anfange, Rolle zu fahren? Also hast du mal vorher gesagt, es kann auch gefährlich sein oder ich kann mich auch überhitzen. Ja. Oder was meinst du denn damit? Also wie kann ich denn am besten alles beachten? Ja, die Gefahr so ein bisschen beim Rollenfahren ist, es wird einem schnell langweilig, wenn man einfach dahin fährt. Das heißt, man macht gerne, vor allem bei den Smart-Trainern, wo es dann alle möglichen Intervallformen gibt, wo man Rennen gegen andere Leute fahren kann, wo man irgendwelche Berge hochheizen kann, neigt man gern dazu, zu intensiv zu trainieren. Das heißt, was grundlegend ganz wichtig ist, was man draußen an sich ja auch immer beachten sollte, dass wenn man ein Grundlagentraining fahren gehen möchte, dass man wirklich im richtigen Bereich auch fährt. Jetzt fällt es draußen natürlich viel leichter, weil man ein bisschen was zu schauen hat und so, es passiert irgendwas und da fällt es einem viel, viel leichter, einen lockeren Widerstand zu treten. Und drinnen wird es doch relativ schnell langweilig. Und vor allem jetzt, wenn es so viele Optionen dann gibt, das Ganze durch Intervalle, durch Programme und so weiter so ein bisschen interessanter zu gestalten. Da muss man sich bewusst sein, was für ein Ziel möchte man mit dem Training erreichen. Und wenn das Ziel ist, ja, man möchte im Sommer eine lange Tour machen, man möchte einen Wettkampf fahren, die Basis in der Ausdauerleistungsfähigkeit ist immer die Ausdauer, ja. Die Grundlagen Ausdauer. Grundlagentraining, ja. Und das ist das Schwierige. Ja. Und da, natürlich, das macht nicht mega viel Spaß, ja, zu fahren mit dem Finger in der Nase, aber man muss gucken, dass das nicht kippt auf der Rolle. Und dass man eben nicht zu viel Intervalltraining macht. Also als Größenordnung mindestens zweimal Grundlagen auf einmal schnell. Okay. Ja, oder vielleicht 3:1. Das ist so ein ganz gutes Verhältnis, wo man sich schon zu Herzen nehmen sollte, dass es nicht kippt. Man kann natürlich schauen, wenn man als Alternative joggen geht zum Beispiel, ja, und geht dann zweimal die Woche locker Grundlagen joggen, dann kann ich natürlich auf der Rolle öfters vielleicht was Schnelles machen, jetzt in Relation. Wenn ich natürlich nur auf der Rolle fahre, dann sollte man natürlich... Kannst du vielleicht für die, die jetzt neu anfangen, noch mal kurz sagen, was Grundlage und was Intervall sozusagen der Unterschied ist? Beides bewegt sich auf dem Fahrrad, aber... Genau, also vom Prinzip definiert Ausdauertraining wird eigentlich definiert durch einen guten Fettstoffwechsel. Das heißt, wenn man so in den Stoffwechsel dann genau reinguckt, wenn man es versucht, so ein bisschen einfach runterzubrechen, wir haben zwei verschiedene Energiegewinnungswege. Einmal eine Verbrennung mit Sauerstoff und einmal ohne Sauerstoff. Das heißt, unser Motor, unsere Muskeln, wenn die mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden, mit Fett oder Kohlenhydrate, dann haben wir eine vollständige Verbrennung. Aus dem Auspuff kommt Kohlenstoffdioxid und Wasser. Und das Gute ist, in dieser Energiebereitstellung, dieser aeroben Energiebereitstellung, können wir eigentlich unendlich lange fahren. Eigentlich. Eigentlich, ja, es kommen halt so mentale Ermüdungsfaktoren dazu. Oder vielleicht geht uns, ja, wenn jetzt nicht nur Fett verbrannt wird, sondern auch ein bisschen Kohlenhydrate, dann können uns die Kohlenhydrate natürlich auch irgendwann auch ausgehen. Ja, das merkt man so, wenn man sehr lange Touren macht. Irgendwann kann man halt nicht mehr, obwohl man vielleicht auch locker gefahren ist. Ja, dann sind es andere Ermüdungsfaktoren. Und darüber ist es dann so, dass wenn man immer mehr Leistung abrufen möchte, reicht diese Sauerstoffversorgung nicht mehr aus. Das heißt, es werden immer weniger Fette verbrannt, weil die brauchen viel Sauerstoff. Es werden immer mehr Kohlenhydrate verbrannt und irgendwann diese Kohlenhydrate ohne Sauerstoff. Und da kommt dann ein Zwischenprodukt raus und das ist Laktat, das ist die Milchsäure. Das merkt man, wenn man mal richtig schnell fährt, wenn man einen Sprint macht, dass die Beine richtig sauer werden, weil die Milchsäure verändert den pH-Wert. So, wenn ich aber natürlich auch 20 Minuten Vollgas fahre, dann bin ich auch schon ein bisschen in diesem anaeroben Bereich. Und ist das Problem, dass ich irgendwann ermüde wegen dieser Übersäuerung, die halt zustande kommt, zu wenig Sauerstoff im Muskel. So, ja. Wieder andersrum gedacht, rückwärts zu unseren Grundlagen. Wir brauchen eine ausreichende Sauerstoffversorgung. Wir wollen unseren Fettstoffwechsel trainieren, weil Kohlenhydrate halten eine Stunde, vielleicht anderthalb, dann sind die leer, dann bekomme ich Hunger, kann ich mehr. Und Fett haben wir genug auf Lager, der eine mehr, der andere weniger. Ja, aber da kann man eigentlich super lange davon zehren. Das heißt, wenn ich meinen Fettstoffwechsel verbessere, wenn ich meine Sauerstoffversorgung in den Muskel verbessere, verbessere ich meine Grundlagen. Das heißt, die Leistung, an der ich sehr lange fahren kann. Okay.
besser vom Prinzip. Das heißt, ganz elementar für jede längere Belastung, für die Tour, die ich machen möchte, für jedes längere Rennen, länger bedeutet über anderthalb Stunden sozusagen, ist es einfach ganz elementar, eine gute Grundlagenausdauer zu haben. Und die muss ich einfach damit trainieren, indem ich mich in dem Bereich aufhalte, also im lockeren Bereich, wo ich eben noch ganz entspannt vielleicht nebenher reden kann, wo ich noch nicht anfange, stark zu ventilieren, wo meine Beine ganz entspannt sind. Es gibt so Faustformeln, wo man sich das runterrechnen kann, so von der maximalen Herzfrequenz, ja, Puls, prozentual ja. runter und über die Herzfrequenz, über den Puls das so ein bisschen zu steuern. Oder macht eben einen Leistungstest zum Beispiel, irgendwie bei der Sportmedizin oder bei uns im Radlabor bieten das auch an, dass man eben diese Trainingsbereiche mal genau bestimmt, wo man im Idealfall trainiert, um den bestmöglichen Trainingseffekt dann zu bekommen. Ja, das war Sportwissenschaft Teil 1. Ihr habt das ein Semester durchgemacht. In fünf genau, Minuten. Runtergebrochen, ganz einfach. Noch ganz kurz, wenn jetzt jemand anfangen möchte, mit welchen Apps oder vielleicht kann auch bei euch einen Trainingsplan bekommen, dass er den optimalen Puls weiß. Ja. Wie kommt er am besten hin? Ich weiß es über der Zeit schon, aber vielleicht kannst du noch kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Also, ich kann euch bei euch auch einen Trainingsplan bekommen, kriege ich auch einen für die Winter. Ja, Zeit? Genau. Also bei uns ist es so, dass wir ganz individuelle Trainingspläne schreiben. Das heißt, du sagst, wie viel Zeit hast du. Wir prüfen deinen Leistungsstand ab, gucken eben, wo sind deine Trainingsbereiche und sagen dir dann auf dein Zeitbudget, auf die Trainingsmittel, die du zur Verfügung hast, gehst du laufen, machst du nur Rolle, gehst du vielleicht noch langlaufen, darauf schreiben wir dann deinen Trainingsplan. Das ist so eine Methode, die halt ganz individuell ist, die nachher aber auch einfach umzusetzen ist, weil sie halt auf dich dann genau passt. Das ist das, was wir anbieten. Es gibt natürlich irgendwelche pauschalen Pläne. Was man ganz gut empfehlen kann, ist eigentlich so die großen Zeitschriften, Rennradzeitschriften, gerade in den Wintermonaten präsentieren die eigentlich doch immer ganz gute Pläne auch, wo man so eine Orientierung hat, was man machen kann auf der Rolle, was für Intervallformen es gibt, worauf man achten muss. Aber am Ende ist es so, Grundlagen sind die Basis auf jeden Fall und dann kann man kunterbunt vielleicht mal was Intensives machen, sei es ein Rennen fahren, sei es ein Intervallprogramm. Da kann man natürlich verschiedene Ziele mitverfolgen, aber da geht es dann immer schon so ein bisschen tiefer. Okay, ja. Vielen Dank, Pascal, für diese ausführliche Einführung in das Thema Rollentraining. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like und ein Abo da. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf radlabor.de, wie man spricht, ohne Bindestrich. Ich bin immer wieder begeistert, wenn wir hier sind, wie medizinisch das Ganze doch ist und wie tief man in diese Materie reingehen kann. Aber für all diejenigen, die entweder Schmerzen beim Fahrradfahren haben, aber auch einfach mehr aus sich rausholen wollen. Also nicht nur Freaks oder Profis in irgendeiner Form, sondern auch jeder Normalo kann eigentlich bei euch mittlerweile vermessen werden und auch seinen Trainingsplan bekommen. Und ansonsten schreibt gerne eure Kommentare unter das Video halt, in die Kommentarefelder, was eure Erfahrung ist mit dem Thema Rolle, mit eurem Thema Training im Winter. Bin ich super gespannt darauf. Vielleicht lernen wir auch noch was, also bestimmt, weil ich habe ein paar Rollentrainings hinter mir und ich fand es todlangweilig, aber vielleicht habt ihr den Tipp schlechthin, wie Rollentraining zu Hause nicht langweilig sein kann. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Pascal, und wir sehen uns gleich im nächsten Video.